Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 10.05.2021. Und wir haben uns zum gestrigen oder zum Freitagsvideo den DAX wie Segel setzen lassen, weil er aus dem Trend rausgeschlossen hat. Und ich glaube, wenn man sich die letzten oder die ersten 2 Minuten und 30 Sekunden vom Freitagsvideo nochmal anhört, müsste eigentlich direkt klar sein, was wir jetzt hier raus dichten müssen oder was wir jetzt hier raus analysieren müssen. Ne? Ihr erinnert euch da ein bisschen dran, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Flagge zu steil ist. Ne? Wir haben uns da sehr viel Zeit genommen, was passiert, wenn der DAX dann wieder in den Kanal reinfällt. Und dass er eben, um das zu verwandeln, um hier eben den wirklichen Flaggenausbruch zu spielen muss, muss er wirklich klare Signale setzen. Ja, er sollte einen Aufwärtsgap bringen über 92, 300, haben wir gesagt. Na, das soll er dann halten. Na, auch wenn nicht großartig zurückfallen, das halten, verteidigen weiter. Und dann wird er am Freitag 15.410 noch erreichen, um am Montag den Rest zu machen. Also das waren, glaube ich, so die ersten 2 Minuten vom Freitagsvideo, die man drin hat. Wenn wir jetzt das so gucken, was er daraus gemacht hat, ist das ist ja, der ist ja wirklich fast nach Maß gelaufen halt. Ne? Also hat sich da sehr viel Mühe gegeben, dieses bullische Signal auch zu zeigen und eben nicht in die 1,80 reinzugehen, eben nicht diesen Fehlsignal zu spielen, eben nicht den Fehlausbruch zu triggern und hier quasi dann auch nicht viel anzubrennen zu lassen. Am Nachmittag sah das ein bisschen aus, wie es kommt dann noch ein bisschen was nach unten. Also 4,360 hat fallen lassen. Das hätte mich gar nicht so sehr gewundert, wenn er da auch noch weiter zurückgeschnallt wäre. Hat sich dann aber direkt 15,30 wirklich eine fette grüne Kerze reingezündet und die Kerze, wie ihr sie hier 15:30 gesehen habt, die könnt ihr euch da jetzt ruhig merken, weil wenn ihr jetzt oben rausgeht, dann sind sowas immer wieder Triggerpunkte nach oben ran für noch weitere Bewegungen. Ne? Und die meisten, die reagieren halt auf so eine lange grüne Kerze dann instinktiv, indem sie in den Short reinflacken und plötzlich rennt die Kiste dann richtig nach oben los. Da muss man aufpassen. Aber wenn wir einfach das aufgreifen, was wir am Freitag oder für den Freitag gesagt hatten hier, dass wir hier auf die 92, 300 reingehen und dann eben oben rausdrücken an die 410 und dann weiter mit Chance auf Allzeithoch und so weiter fort, können wir jetzt hier im Prinzip das eigentlich nur fortsetzen, können sagen, dass wir hier quasi den Arm verlängern und sagen, okay, zieht er weiter, kann er das halten, geht er auch hier drüber über die 510, 4, was ist das hier, 470, 510 geht er danach drüber, dann macht er sich halt auch echt oben raus noch eine ganze Latte an Zielen frei. Das ist dann die 670, die noch kommt, das ist eine 780, die kommt bis 49. 49 wäre eigentlich das Hauptziel vom Flaggenbruch. Na, also in dem Moment, wo er jetzt hier tatsächlich das halten kann, vielleicht auch zwischendurch noch einen Pullback verteidigt, das steht nicht ganz aus, wäre dann entsprechend in der 670 und in der 49 da oben tatsächlich das Ziel, ne, das Bewegungsziel. Ich würde es trotzdem ein bisschen runterrutschen. Ich würde es ganz gerne hier so ansetzen, auch weil das Bollinger Band so liegt. Ja, das heißt, ich will vom DAX das sehen, dass er das fortsetzt. Er hat jetzt erstmal den Freitagskurs, hat er ganz gut gehalten, den hat er ganz gut gesetzt. Ich will jetzt sehen, dass da auch noch was kommen kann über die 4,65 drüber. Das würde ich ganz gerne von ihm sehen wollen. Und dann glaube ich, wenn er das ganz ruhig macht, nach 9 Uhr, der DAX entscheidet zum Montag ganz gerne so zwischen 9 und 10 Uhr, also die Tagesrichtung. Ja, da legt er sich meistens fest und wenn er danach dann halt noch weiter kleckert, dann kann das auch bis Tagesende halt anhalten. Ne? So Stück für Stück, mal wieder ein bisschen Gegenbewegung, dann bis schon wieder weiter. Und da sollte man dann eben auf diese in starken grünen Kerzen achten, wenn die dann nochmal kommen, zeigt das halt, dass auf dem hohen Niveau noch Käufer zustoßen und dann ist das, machen die das, weil die glauben, dass der Markt höher kommt halt, ne? Und dann zeigen die uns richtig im Chart eigentlich die Richtung, in die sie denken und dann sollte man da mitgehen. Also das heißt, nach 9, nach 10 Uhr oberhalb von 4,65 und der DAX ist long zu werten, ist aufwärts zu werten, bisschen aufpassen beim letzten Hoch hier an der 15, na, sowas kann auch nochmal zucken, ansonsten ist der eher prädestiniert, dann weiter hochzulaufen. Sollte zurücksetzen, bleibt alles, was wir erzählt haben hier mit Fehlausbruch und so, das bleibt gültig. Er ist jetzt, wenn wir die Range nach unten messen, ist er etwas so weit, wie er unten ausgebrochen ist. Ist er jetzt auch oben ausgebrochen? Das war hier so um die 270 begrenzt. Deswegen bleibt unten alles bestehen, aber der wird das nicht kampflos aufgeben. Und zwar, wenn er zurückkommt, hätte er eher so ein Potenzial hier auf einem Pullback, ne, dass er hier einfach auf diese Kante, Moment, einmal aufsetzt und
quasi das dann hier so als Pullback macht. Ne? Das wäre ein bisschen viel, aber ich glaube schon, dass das durchaus legitim ist und dass es auch zum Dienstag dann kommt, der eigentliche Pullback, wenn er sich zum Montag schwächer zeigt. Ich glaube, wenn er sich zum Montag schwächer zeigt, so vielleicht hier oben so, leicht reinläuft, aber schon so nach 9 Uhr, nach 10 Uhr deutlich zeigt, oh, boah, also auf Anstieg habe ich keinen Bock heute. Ne? Das seht ihr, wenn dann die langen roten Kerzen kommen, dann drückt er sich runter und dann glaube ich, kann er sich dafür den ganzen Montag auch Zeit nehmen und dann einfach zum Dienstag noch einen draufsetzen. Vielleicht macht er zum Montag halt nur so eine 2,65, 2,50 und zum Dienstag dann den Rest. Aber ich glaube, das wäre dann das Ziel, wenn er jetzt in den Rücklauf geht, einmal auf diese alte Flagge jetzt von oben draufsetzen, Pullback machen und oben raus, wieder volle Fahrt weiter. Ja, das ist vollkommen legitim. Und deswegen ist es vielleicht ganz hilfreich, ein bisschen abzuwarten, bis der Xetra-Start auch durch ist, damit man so ein bisschen sieht, okay, wohin wollen die großen Jungs halt, ne, und an denen einfach mitschwimmen. Ja, und zum Freitag habe ich schon gemerkt, haben sich wieder viele schwer getan, weil sie die Analyse, die sehen, man darf nicht versuchen, alles, was in der Analyse ist, eins zu eins dann auch abzuverlangen, dass der DAX hier unten ist und gleichzeitig hier oben und dann hier drin läuft. Ja, wenn man so versucht, mit normalen menschlichen oder mit logischem Menschenverstand einfach ranzugehen, dann kann das auch gar nicht funktionieren, was wir erzählen. Ja, deswegen stehen immer viele da und sagen, das ist der absolute Bullshit, was du erzählst. So ein Käse kann und dort und ja, kann steigen und fallen, dann kann ich auch einen Wetterbericht hören. Nein, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, diese einzelnen Punkte, Aussagen eben zu extrahieren und dann zu gucken, was macht er denn? Ich weiß doch nicht, was er macht. Keine Ahnung. Ich bin doch kein Hellseher. Ne? Also, das ist, wer das glaubt oder erwartet, der hat irgendwo ein falsches Zielbild. Aber er hat halt, wenn er bestimmte Sachen macht, hat er immer wieder ein gleiches Muster. Siehe, Aufwärtsgap über 2,90 offen lassen, halten hier oben, dann weiter bis 4,10. Das ist doch nicht Zufall, dass das genau dann auch so kommt, wie wir das sagen, sondern es ist einfach so, weil er es häufig so macht. Und so beschreibe ich Tag für Tag immer wieder, was wäre jetzt häufig für einen Aufwärtsimpuls, was wäre häufig für eine Korrekturbewegung, was wäre häufig für einen schwachen Montag, was wäre häufig für einen starken Montag. Und die Aufgabe, die ihr eigentlich nur noch habt, ist im Früh einfach zu gucken, was sehe ich, was sehe ich. Und dann das dann handeln, in der Intention, wie wir es hier sprechen, mit den Zielen, mit den Marken, Reaktionsbereichen und allem dem, was man hinzufügt. Und dann ist es eigentlich nicht schwer halt, ne? Also zumindest dann kein Hexenwerk halt, ne? Man muss dann auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, das ist jetzt einfach stark, was ist hier? Oh, es ist einfach schwach. Oder das ist genau das, was wir in der Analyse gesagt haben. Und dann handelt halt nicht dagegen. Dann handelt nicht plötzlich das Gegenteil von dem, was ihr euch für den Tag vorgenommen habt. Viele machen das. Und das sind natürlich dann auch die, wo am Ende nichts überbleibt am Monatsende halt. Ne? Wenn sie immer wieder bloß dagegen stehen und sie selber im Weg stehen, Brett vorm Kopf haben, wird das nichts. Ne? Aber so an sich ist immer wieder klar, macht da auch mal das, was wir nicht wollen. Aber das gehört dazu. Und das darf uns dann auch nicht so gravierend verärgern halt. Das gehört halt einfach dazu. Und den Kopf runter umdrehen, andere Richtung, umplanen, neu ausrichten und am besten jeden Tag, immer wieder. Ne, gerade für das Intraday. Wir machen ja eine Intraday-Analyse. Tag für Tag für Tag. Und dann steht es mir frei, meine Meinung zu ändern, wie ich lustig bin. Kann ich heute mich anders positionieren, wie ich mich morgen? Das ist doch das Schöne am Trading. Ne, und das sollte man dann auch für sich nutzen. Na, und ausspielen halt einfach. Ne? Gut, Freunde. In diesem Sinne, lasse ich euch damit dann alleine. Wie gesagt, das wäre mein Rücklaufziel. Glaube, es würde dann eher Dienstag erreicht, der Montag würde dann runtergehen. Das wird man so ab 10 Uhr sehen, wohin er denn tatsächlich will. Sollte er irgendwie dann über diese Niveaus nach oben treiben, wäre das für mich positiv, wäre das für mich ein Long-Zeichen. Und dann sind die oberen Ziele erreichbar. Auch das Allzeithoch wäre dann nochmal erreichbar bei 5,10 und eben dann oben weiter raus. Ne? Bis 15,49 dann im Wochenverlauf. Wenn er sich wirklich Mühe gibt, kann er es erreichen diese Woche. Ja, das wäre jetzt einfach Ziel aus dem Flaggenbruch, wenn das kein Fehlausbruch wird. Wenn wir uns aber zurückerinnern an den Donnerstag auch, ne, haben wir gesagt, hier steht Strecke an, 500 bis 1000 Punkte Bewegung am Stück stehen an. Von unten kommen, sind das schon ein paar Punkte, die er gelaufen hat. Aber das ist bei weitem noch nicht alles, was da kommen kann. Entweder schiebt das direkt durch oder macht hier einen Fehlausbruch, ne, zimmert sich hier wieder zurück. Dann geht das unten richtig, richtig lang, ne, und bleibt aber in der Flagge, bleibt der oberhalb der Flagge, dann gehen die 1500 Punkte nach oben und dann von hier unten ab, ne, bis da hoch. Und das sollte man dann schon, da sollte man aufpassen, dass man nicht zu spät erst aufs Pferd mit aufspringt halt, ne. Also sitzt man wirklich am Top wieder drin und guckt sich das Ganze erstmal wieder rückwärts an. Ja. Aber gut, ich denke, das ist eine ganz gute Vorbereitung. Zumindest würde ich jetzt die Punkte, also für mich einfach, ne,
die ganzen Punkte so heranziehen. Finde, das ist ein klares Bild auch momentan. Hat am Freitag mitgespielt. Ja, und jetzt zum Montag wird das, ich glaube, es wird nicht so schwer zu erkennen sein. Ne? Man wird schon erkennen, ist er ruhig, ist er cool, ist er gelassen, und kleckert er langsam hoch. Dann hat man dann mit Short schlechte Karten. Ne? Dann kann man sich entweder tot ärgern oder halt einfach Long suchen. Das einfach machen, bisschen Geld verdienen. Ne? Oder sich drüber ärgern, wie scheiße dann alles ist und wie scheiße die Politik ist und keine Ahnung. Notenbanken und so weiter und so fort, hilft nichts. Ne? Mitgehen, Kopf einziehen, sich den nach dem richten. Und wenn der Schwäche zeigt, das seht ihr, das kriegt ihr mit, da braucht ihr mich nicht zu. Ne? Wenn denn ihr fette rote Kerzen runterstellt, 3,50 oder 3,60, na, dann ist das nicht ruhig, dann ist das nicht stabil. Na, und dann kann er durchaus bis Dienstag hier ein bisschen abgleiten. So, Bereich um 15,180 nochmal. Gut, also, Kasten aus, viel Erfolg und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschö.